mich motiviert, die Kinder immer wieder zu sehen und zu sehen, wie sie weiter wachsen, neue Aufgaben meistern und sich einfach weiterentwickeln. Ich heiße Finn und absolviere meinen Freiwilligendienst in der Kita 100 Welten. Mein Schwerpunkt ist, die Erzieherinnen zu unterstützen und dann auch noch zusätzliche Aufgaben zu machen, wie zum Beispiel das Frühstück vorbereiten oder die Wäsche zu machen. Meine Lieblingsaufgaben sind, mit den Kindern zu spielen hauptsächlich und auch die Kinder schlafen zu legen, einfach den Kontakt zu den Kindern zu haben. Mein typischer Arbeitsalltag beginnt so, dass ich um 7 Uhr aufstehe und dann um 8 Uhr in die Kita gehe und dann bereite ich das Frühstück vor, dann frühstücken wir, dann ist Freispielzeit oder wir gehen auch nach draußen und dann gibt es Mittag, dann gehen die Kinder schlafen, dann währenddessen bereite ich das Essen dann vor für die Schmausepause, dann wird geschmaust und dann gehen wir vielleicht nochmal raus und dann werden die Kinder schon wieder abgeholt. Jeder Tag ist unterschiedlich und ich habe auch noch die Möglichkeit, selber Ideen in den Alltag einzubringen. Ich würde definitiv einen Freiwilligendienst weiterempfehlen, da man sich hier mit anderen austauschen kann, sich nochmal über die berufliche Zukunft austauschen kann und man wächst hier mit seinen Erfahrungen und auch oft mit Kindern einfach zusammenarbeiten kann und wissen kann, ob es was für einen wäre. Ich habe mich auf jeden Fall weiterentwickelt, vor allem in den Punkten, dass ich mein Selbstbewusstsein gestärkt habe und dass ich aus mir rausgegangen bin und auf Leute zugegangen bin. Ich hatte sehr viel Glück hier mit der Kita. Ich habe mich von den Fachkräften sehr wertgeschätzt gefühlt. Nach dem BFD werde ich halt ein Au-pair machen und anschließend möchte ich soziale Arbeit oder Sozialpädagogik studieren. Und aus meinem Freiwilligendienst nehme ich in meinem Au-pair ja sehr vieles mit, wie zum Beispiel mit Konfliktsituationen besser umgehen zu können und auch einfach ruhiger zu sein und gelassener auf Situationen zu reagieren. Ich nehme auch ganz viel von der Kita mit für das Studium, da ich jetzt ja schon Erfahrung gesammelt habe und nicht nur Theorie dann habe für das Studium, sondern auch schon ja, Praxiserfahrung gemacht habe und das auf jeden Fall hilfreich ist. Und mir sind auf jeden Fall Dinge wichtiger als vorher, wie zum Beispiel, dass ich mit den Kindern mehr auf Augenhöhe bin und mit denen Kontakt suche und auch vielleicht Sachen aus denen rauskitzel, dass sie sich weiterentwickeln, dass man die dabei unterstützt und auf jeden Fall denen dabei helfen kann. Hast du auch Lust, ein FSJ oder ein BFD zu machen? Dann bewirb dich jetzt bei den paritätischen Freiwilligendiensten.